Da waren wir noch zu dritt, als wir bei den Oberhofalmen zu erreichen auf einer Mautstraße von Vilsmoos gestartet sind. Am Vorabend hat es ordentlich gewittert und geregnet. Trotzdem hofften wir, nachdem wir die Tour schon mehrmals verschoben hatten, den Jahnweg an der Bischofsmütze begehen zu können. Es geht vorbei an der Hofpürgelhütte. Quasi ein bisschen links von der Hofpürgelhütte, also nicht Steigelpass, sondern an der Hofpürgelhütte hier und beim Gatter links. Auf schmalem Pfad geht es unter den Mosermantels vorbei ins Eiskarl. Das, genau, da genau. Also da, ziemlich genau da unten ist das Materiallifthäusl. Irgendwie glaube ich mich noch daran erinnern zu können, dass wir früher beim Materiallift gestartet sind. Dieser wäre heute nur noch mit dem Fahrrad zu erreichen. Die Bischofsmütze hüllt sich noch in Nebel. Am Eiskarschadl geht es nach links aufwärts bis unter eine Felswand. Hier beginnt der mit grünen Punkten markierte Weg zur Bischofsmütze durch die Südschlucht. Unbedingt diesem markierten Weg folgen und die Mützenschlucht so schnell wie möglich überqueren. Vor allem, wenn andere Bergsteiger darin herumturnen. Da oben ist hoch und dann links. Weiter geht es über den ersten Vorbau mit einem leichten Zweier. Ja, ja, dann bist du mal am Einstieg. Sicherungshaken wären hier vorhanden. Wer diese aber hier bereits benötigt, wird am Jahnweg keinen Spaß haben. Es folgt der zweite Vorbau, der ebenfalls mit zwei bewertet ist, und schon bald stehen wir am Einstieg. Hier sollte man auch die Rucksäcke, zumindest den Rucksack des Vorsteigers, deponieren. Die Bischofsmütze hüllt sich weiterhin im Nebel und der Fels ist auch noch nass. Da waren wir nur noch zwei und die Wand sieht wirklich beeindruckend aus. Die erste Seillänge startet leicht mit 3+, zeigt aber gleich in etwa den Routencharakter auf. Ja, Vorsicht! Nein! Ein Seil. Haken stecken in der leichten Seillänge keine. Und der Fels sieht zumindest leicht brüchig aus. Klettern kann man an verschiedenen Stellen. Ich bin vermutlich etwas zu direkt geklettert. Meine Seilpartnerin hat es dann richtig gemacht und nach links ausgeholt, was mangels Zwischensicherungen auch gut möglich war. Zumindest die Stände sind aber mit soliden Klebehaken versehen. Ganz so klar wie auf dem Topo war auch die zweite Seillänge für mich nicht. Vom Stand rechts den Riss hoch oder vom Stand etwas links über die glatte Platte mit Haken in einen Riss. Ich habe mich für links entschieden, das ging gut, aber ob das noch ein Vierer ist? Schön war die Seillänge und zudem noch relativ trocken. Du bist zweit. Eine kurze Zwischenseillänge bringt uns unter die Verschneidungs- und Kaminreihe und die war nun leider nass. Ja. Meine filmischen Ambitionen haben hier etwas gelitten, denn da musste ich ordentlich kämpfen. In dieser vierten Seillänge ist die Schlüsselstelle ein kleiner Überhang mit einem Spalt. Bereits ordentlich glatt und zudem ordentlich nass und die Haken respektive Sicherungsmöglichkeiten nicht immer da, wo man sie sich wünschen würde. Du könntest dir das vorstellen. Bitte? Abartig. Weil das so rutschig noch war, so schleimig. Ja, klar. Zum Halten so schleimig. Im Trocknen abgespeckter Fünfer. Ja. In der Nässe ekelhaftest. Habe ich auch geschimpft. Ja, ich habe dich gehört. Die fünfte Seillänge ist dann nicht von minderer Qualität. Ein glatter und heute wieder nasser Spalt will bezwungen werden und ein die Nerven rettender Haken ist nicht gleich ersichtlich.
Vor dem Stand wartet dann ein weiterer kleiner Überhang. Die Route ist insgesamt ordentlich steil. Du musst echt sagen, flott durch, sonst ist klatschen. Oh Mann. Wahnsinn. Okay, gehst du noch ein bisschen recht hoch? Etwas angenehmer war dann die sechste Seillänge. Diese war trocken und auch hat es nur zu Beginn einen Vierer. Dann folgt leichteres, aber auch mit etwas Vorsicht zu kletterndes Gelände. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass nicht alles so ganz, so ganz fest. Anschließend folgt noch die Schlussverschneidung. Kurz nochmal, jetzt habe ich alles drin. Leinen. Was geht über? Alles nochmal raus tun. Wieder mit einem kleinen Überhang versehen. Bewertet mit 5 minus, wieder nass und nicht ganz einfach zu klettern. Vom letzten Stand aus hat man das Gipfelkreuz schon in Sicht und es zeigt sich auch ein bisschen blauer Himmel. Die letzten Meter zum Gipfel sind dann ordentlich schuttig, also unbedingt aufpassen, wenn weitere Seilschaften in der Wand sind. Nach einer kurzen Gipfelrast, es ist sehr frisch und windig, geht es auf die Suche nach der Abseilpiste. Dazu wieder zurück zum letzten Stand und vom letzten Stand mit Blick Richtung Gipfel ca. 10 Meter leicht nach rechts unten abseilen. Abklettern erschien uns hier als zu riskant. Aber absolute Vorsicht mit dem Seilhandling, damit kein Steinschlag ausgelöst wird, da der Steinschlag direkt den Janweg betreffen würde, beziehungsweise die Steine bis zum Wandfuß hinunterfallen. Dann befindet man sich in der Route Spiegelosento, über die man mit fünfmaligen, teilweise sehr luftigen Abseilen den Wandfuß erreicht. Mittlerweile zeigt sich die Bischofsmütze in ihrer ganzen Pracht. Im Abstieg genießen wir den Anblick, der uns im Aufstieg verwehrt geblieben ist, immer wieder. Und die schiefe Rampe, wo ich da noch befürchte, das war die Südverschneidung, wo ich schon mal mit dem Jakob geklettert habe. Das rausbröselt ist. Ja, so raus, genau. Ja, die Bischofsmütze hat schon einige Touren verloren. Der Janweg ist nun geklettert und die Warnung in Pause, dass nur die besttrainierten Kletterer Freude an dieser Tour haben werden, kann man gut nachvollziehen. Speziell bei Nässe ist die Route eine ordentliche Herausforderung.